bleibt denn das Abenteuer, wenn man nichts riskiert, ganz ehrlich? Jetzt kommt der gemütliche Teil. Moin, ich bin Olli und es wird mal wieder allerhöchste Zeit für eine gemütliche Übernachtung draußen in der Hängematte. Der letzte Overnighter ist schon wieder eine Ewigkeit her. Wir verknüpfen das Ganze heute mit einer Packraft-Tour und ich würde sagen, wir legen los. Leute, das ist es, wirklich. Du bist 5 Minuten auf dem Wasser und es ist furchtbar entspannt. Du hast hier keine Leute, kein Krach, keine Autos. Irgendwo am Arsch der Welt, wo sich Igel und Hase gute Nacht sagen, da werden wir heute übernachten. Ich halte jetzt zwischendurch immer mal so ein bisschen Ausschau nach einem Spot für einen Overnighter. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo die Reise hingehen soll. Ich habe gedacht, wir halten das Ganze mal so ein bisschen spontan. Denn wenn man zu viel plant, dann ist das echt blöde. Das sieht auch ganz geil aus hier. Wie so ein kleiner Urwald. Oh, herrlich. Ey, ich freue mich ein Loch im Bauch, echt. Und es macht so viel Spaß, mit dem Teil zu paddeln. Leute, das wird gut, definitiv. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ich sag mal so, schwierig. Eigentlich ist der Spot ganz geil, aber eigentlich ist er halt auch gar nicht geil. Der hintere Teil, der ist absolut zugewachsen mit Brennnesseln und die Bäume sind zwar noch nicht tot, aber viel fehlt nicht mehr. Der vordere Teil ist hier eigentlich ganz cool. Man hat richtig schön Blick auf das Wasser, aber hier kommen im 10-Minuten-Takt irgendwelche Subfahrer, Kanufahrer. Man ist hier sehr einsehbar. Und meine einzige Option ist jetzt eigentlich, von diesen komischen Kackbäumen von hier nach dort eine Hängematte zu spannen, auf die Gefahr hin, dass ich dann gesehen werde. Normalerweise würde ich jetzt warten, bis es dunkel wird mit dem Tarpaufbau. Aber in 2 Stunden soll das richtig regnen. Wir gehen auf Risiko. Ich bleib hier. Ich baue gleich langsam mein Setup auf. Ey, wo bleibt denn das Abenteuer, wenn man nichts riskiert, ganz ehrlich? Wir müssen mal gucken, wie wir dieses Brennnesselmeer hier wegbekommen. Und ich stehe noch zu Hause und denke so, ja, nimmst du Handschuhe mit? Nein, wofür denn? Brauchst du nicht. Brauchst keine Handschuhe. Bei meinem Glück treffe ich gleich das Packraft. Kann ich nach Hause laufen. Boah, herrlich. So, ich bin echt so ein bisschen sweaty mittlerweile. Wir haben hier die absolute Gewitterluft. Aber wir sind fertig. Lager ist soweit aufgebaut. Das Packraft habe ich da hinten in die Ecke geworfen, habe es umgedreht, damit, wenn es nachher regnet, was auch nicht mehr so lange dauert, damit da kein Wasser reinläuft. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Feuerholz. Ich habe nämlich richtig Kohldampf und ich habe was richtig Leckeres zu essen mit. Der Regen hat nachgelassen und auch auf dem Wasser ist es ein bisschen ruhiger geworden. Richtig Kohldampf. Ich lag gerade bestimmt 1 Stunde, 1,5 in der Hängematte, weil es nur geregnet hat. Die Zwischenzeit davor genutzt, um ein bisschen Holz zu spalten.
Jetzt kommt der gemütliche Teil. Leute, wenn ihr das riechen könntet, ihr würdet durchdrehen. Alter, das gibt's nicht. Es ist so furchtbar zart. Oh Gott. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker das ist, ey. Ich habe die Grillplatte immer dermaßen unterschätzt. Das Ding ist der Shit. Aber sowas von. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du rausgehen sollst oder nicht, dann tu es unbedingt. Mach es auf jeden Fall. Hör nicht auf die anderen. Tu das, worauf du Bock hast. Grübel nicht so viel nach, kauf den Rucksack, pack deinen geilen Scheiß rein und dann raus mit dir. Es lohnt sich. Ich war wirklich hin und her gerissen, ob ich heute rausgehen soll. Und ich wusste, bevor ich losgefahren bin, dass ich eigentlich genau wegen diesen Momenten draußen sitzen, auf dem Hobokocher irgendwas Geiles kochen, nachher in der Hängematte einschlafen, genau für diese Momente, für diese Erholung, für dieses Abenteuer, für Ich kann das so schwer in Worte fassen. Genau dafür gehe ich raus. Und ich weiß genau, wenn ich heute Abend in meinem Bett geschlafen hätte, dann würde ich an genau das denken und ich hätte es fürchterlich bereut, dass ich nicht rausgegangen bin. In diesem Sinne, mach es, Alter. Geh raus, mach dein Ding. Hör nicht auf die anderen. Zieh los, einfach machen. Langsam wird das Licht hier ein bisschen knapp. Ich würde sagen, wenn heute Nacht nichts Spannendes passiert, sehen wir uns morgen früh. Die Leute sagen immer, auf gar keinen Fall eine Pfanne aus Titan. Das funktioniert nicht. Brennt hier alles an. Leute, wenn ihr das Ding vorher ein bisschen einbrennt mit Öl, funktioniert wunderbar. Wir haben ja letztens Steaks drauf gemacht. Guten Morgen! Erstmal einen Schluck Kaffee. Damit die Lebensgeister zurückkommen. Ah, ja, wie war die Nacht? Gut auf jeden Fall. Ich habe richtig geil gepennt. Gegen 3:30, glaube ich, war das. Da ist noch einmal richtig der Punk abgegangen. Es hat fürchterlich geregnet. Hier ist alles sehr nass und schlammig, aber ich sag mal so, ich lag in meiner warmen Hängematte, mir war das relativ egal. War gut. War wirklich eine geile Nacht. Jetzt müssen wir unbedingt mal das Rührei probieren. Das ist so eine ganz alte Tradition. Immer wenn ich rausgehe und irgendwo eine Nacht verbringe, dann gibt es morgens Rührei. Das war vor 9 Jahren schon so und das wird auch... Das wird immer so sein, definitiv.
Oh, geil. Herrlich lecker. Ey, echt, wenn du einen ganzen Tag lang draußen warst und dann in der Hängematte irgendwo gepennt hast, das Erste, was du morgens bekommst, ist ein Kaffee und frisches Rührei. Beste. Besser geht's nicht. Richtig cool. Ich esse jetzt noch in Ruhe auf und dann werde ich mal zusehen, dass ich hier abbaue, bevor der nächste Regenschauer kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.